Ja, moin moin Leute, die Pfeiler hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge. Und heute ist der Fabi am Start. Und wir wollen uns heute mal so die Unterschiede zwischen Retail-WoW und WoW Classic anschauen. Ja, was wir dann quasi im Sommer bekommen werden. Und wir haben uns ja schon mal die Unterschiede zwischen den Privatservern und WoW Classic angeschaut, von Blizzard dann im Sommer. Und heute wollen wir quasi nochmal schauen, hey, was haben überhaupt so die Retail-Spieler, die jetzt gerade aktuelle Erweiterungen von WoW spielen, BFA und so weiter, was haben die eigentlich so für Vorstellungen, ja, was da auf sie zukommt mit dem Spiel und was sind so die größten Unterschiede und worauf können sich oder worauf freuen sich Retail-Spieler gerade, finde ich auch eine spannende Frage. Und Fabian, du hast ja, glaube ich, auch jetzt, hast ja gesagt, sehr viele aktuelle Erweiterungen gespielt, ne? Ja, alle. Genau, richtig, Also okay. kein Addon, was ich nicht Ja. durchgespielt Sehr habe. gut. Genau, also er hat quasi da auch wirklich jetzt aktuelle Einblicke auch in Retail WoW, weil wir jetzt auch, glaube ich, bei allen vorherigen Gästen, die bei mir waren, war jetzt keiner dabei, der wirklich in den letzten Retail WoW Erweiterungen fett am Start war irgendwie, ne? Von daher macht das auf jeden Fall Sinn, wenn man diese Sichtweise auch nochmal sich anschaut. Genau, und ja, ihr könnt den Podcast hier wie gewohnt auf YouTube schauen. Ich werde hier ein bisschen PvP machen im Hintergrund und die Folge wird auch später auf Spotify noch verfügbar sein. Die Links werdet ihr dann unten in der Videobeschreibung finden. Und ich würde sagen, Fabian, du stellst dich einfach mal vor, was so deine Geschichte in WoW ist. Ja, hi. Also, wie schon gesagt, ich bin Fabian. Ich arbeite als Systemtechniker. Ja, prüfe einfach ein paar Anlagen, Systeme und sowas, die Kollegen von mir bauen. Und spiele WoW eigentlich seitdem ich 12 Jahre alt bin. Hab auch, wie die Pfeiler eben schon gesagt haben, kein einziges Addon verpasst. Bin zu Classic damals eingestiegen. Aber ganz alleine, mein Vater hat mir von dem Spiel erzählt und dachte ich mir, oh, hört sich toll an, gekauft, angefangen zu spielen, mit 12 Jahren, nichts verstanden, Mist. Und dann hatte ich halt nur mitbekommen, dass meine Tante sich dafür auch interessiert hatte. Und dann habe ich gesagt, hier, wenn du willst, ich spiele es gerade eh nicht, also mir gefällt es nicht so wirklich, kannst du ruhig meinen Account mal haben, ein bisschen testen. Und das hat sie dann Okay. auch gemacht. Und dann hat aber ein Klassenkamerad von mir, dem sein älterer Bruder hat angefangen mit WoW. Und der war dann damals schon 16, 17. Und der konnte uns halt ganz andere Sachen zeigen. Und dann fand ich das so interessant wiederum, dass ich dann zu meiner Tante wieder gegangen bin und habe gesagt, hier, du hast ja noch meinen Account. Dürfte ich den vielleicht wieder haben? Und dann hat sie gemeint, klar, ist ja meiner. Ja. Dann hat mir wiedergegeben, war dann aber natürlich selbst schon süchtig, dass sie sich auch eingeholt hat. Am Ende Ja. hat dann auch mein Onkel mit WoW angefangen und hat richtig durchgesuchtet, muss man schon sagen. Und dann konnte ich halt auch von ihm sehr viel lernen. Und hab dann zu Classic, ja, ich Also war halt noch liegt jung. quasi bei euch in der Familie so. Ja, wirklich eine Zeit lang war es auch Ja. ein sehr angenehmes Gesprächsthema. Also ich habe mit meinem Onkel regelmäßig so 2 Stunden, 3 Stunden telefoniert und über WoW Das ist ja geredet. Also es geil, war ey, schon. ne? Und Ja. also mit wie vielen Jahren hast du denn quasi angefangen? Was kann man das so Ja, sagen? mit 12, 13 habe ich dann angefangen, ja. Und auch mit welcher Erweiterung? Ja, Classic war das Mit damals der noch. Classic. Ah, okay. Das war Wahnsinn. direkt Classic. Und Ah, dann habe okay. ich halt bei meinem Onkel öfters mal, ich war halt nicht so schnell mit dem Leveln und sowas und hab das. Trotzdem als 13-Jähriger versteht man es ja nicht so krass wie jemand, der halt schon etwas älter ist, ne? Und hab dann öfters mal bei meinem Onkel zugeguckt, wie er dann MC gemacht hat und BWL Ja. und so, war immer schwer beeindruckt. Und als dann BC das Addon rauskam, war ich Level 58, also ich hab's ganz knapp verpasst. Ah, okay. Also, dass du Und quasi noch Level 60 erreicht hättest genau, in hatte ich halt knapp verpasst. Daher fehlt mir auch als einziges Addon, wo ich durchgeradet hätte, also oder Raids kennen würde, fehlt mir Classic. Alle anderen habe ich Ah, durchgeradet. okay. Daher Na gut, freue ich aber mich ich vielleicht sag mal doch. so, mir tun immer die Leute leid, die auch noch Burning Crusade auch noch verpasst haben. Ich finde, Burning Ja, Crusade ist Burning auch Crusade war schon sehr ähnlich zu Classic, ne? Also, ich finde, Burning Crusade war auch ein mega geiles Add-on. noch besser, Und finde ich fast. Also wenn ich mir genau, eins wünschen ja. würde, würde ich mir fast BC wünschen. Richtig, absolut. Ich auch. Classic langt mir schon. Also Classic freue ich mich schon riesig Genau, drüber, dass sie es jetzt genau. machen. Aber wenn du dich Aber entscheiden BC könntest, ist für ne? mich, ja, wenn ich mir wirklich für eine Sache entscheiden müsste von allen Addons, hätte ich jetzt BC genommen. Ja, Aber genau. vielleicht auch einfach, weil es bei mir das erste Addon ist, wo ich richtig mit Raiden angefangen habe. Damals, da war ich dann so 14, 15, ja, so in dem Dreh, bin ich ja freitags immer Karasan gegangen. Und ja, das war schon eine geile Zeit, die ersten Raids und so. Und dann Ja. auch später bei BT bin ich dann auch schon, da bin ich dann zum Fuhrquest gekommen, bin dann auch in bessere Gilden dann gekommen, hab dann auch Illidan und Sunwell und sowas alles geklärt. Oh, echt, ja? Nice, Ja. okay. Und ja, wie gesagt, da bin ich dann wirklich dann schon besser eingestiegen. Und dann zu WTLK war ich dann auch
gut dabei. Und dann war es auch wirklich so, Zucatta fand ich ein ganz schreckliches Add-on, muss ich ganz einfach sagen. Drachenseele am Ende, der letzte Raid, den habe ich auch wieder durchgeradet. Ich hab ja zum Beispiel am Anfang von Cutter aufgehört dann. Genau, also ich hatte da keinen Bock auf den Scheiße. Ja. Anfang von Cutter habe ich auch komplett aufgehört. Hm. Und irgendwie aber am Ende von Cutter wollte ich dann doch wieder und habe dann eigentlich, als Ragnaros eigentlich so down war, habe ich gerade dann wieder mich eingeloggt und habe dann Drachenseele wieder mitgemacht. Da hat dann auch eine alte Gilde von mir, die ich sehr gern mochte, hat sich wieder neu gegründet. Und mit der ich auch damals ICC gegangen bin. Und die hat sich neu gegründet und da kannte ich halt noch sehr viele Leute und dann war es wieder die Community, wo ich mir wirklich dachte, oh, mit den Leuten will ich weiterzocken. Ja, okay, geil. Dann hast du dadurch dann wieder den Anschluss gefunden, genau. Kann man sagen, ehrlich. Ne? Und dann auch MOP, auch wenn das ziemlich gehatet wird von vielen wegen den Pandas, fand ich MOP an sich raidmäßig ein sehr schönes Addon und auch PvP-Balancing fand ich sehr gut. Also das Addon habe ich auch schon öfter mal gehört, dass das von vielen gehatet wurde. Aber viele auch gesagt haben, na, eigentlich war es aber gar nicht so schlecht. Also, genau, also das Balancing und auch die Raids fand ich sehr, sehr schön eigentlich. Also da kann ich halt nicht mitreden, ich habe es halt nie gespielt. Ja, das Addon hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und danach kam dann Trainor und in Trainor bin ich dann das erste Mal in eine richtig krasse Poker-Gilde rein mit 7 Raid-Tagen und so. Da war dann auch Surfer First gar nicht mehr das, was uns interessiert hat, sondern eher, wie sind wir im Rest von Deutschland oder weltweit gerankt. Oh, echt, ja, okay. Ja, ja, und dann war aber halt noch das zu der Zeit, das habe ich 2 Raids aber nur mitgemacht, also 2 komplette Raids mitgemacht, weil einfach zu der Zeit hatte ich auch noch eine Gesellenprüfung, die ich ablegen musste. Ah, okay, dann. Ich hatte eine neue Freundin und ich habe einen Hund bekommen. Oh, also, das war schon eine krasse Belastung. Ja, ja. Und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, das langt mir. Und habe dann auch erstmal, glaube ich, in 3/4 Jahr nicht ein Raid mehr angeguckt. Ich war einfach satt. Ich war einfach komplett satt. Erstmal eine Pause gebraucht, dann quasi. Ja, auf jeden Fall. Und danach bin ich dann wieder, habe ich dann wieder angefangen zu leechen, war das. Und bin dann in eine wirklich gute Gilde. Spielst du eigentlich, warst du mehr so auf deutschen Servern am Start oder auch EU-Servern? Nur deutsche. Welche denn zufällig oder auf welchem? Portmore, also es hieß früher Portmore, ist ja kein großer Surfer und dann Portmore mit Mortem verknüpft. Warte mal, Proudmoore? Ja, genau. Ah, den kann ich auch noch, ja. Da habe ich auch mal ganz am Anfang drauf gespielt, aber dann, wirklich ganz am Anfang, als ich das allererste Mal in WoW eingeloggt hatte. Ist halt auch einer der ganz alten Surfer, aber ist halt inzwischen sehr, sehr tot. Genau, da war ich bis Level 10 und dann habe ich gequittet und auf Blackmoore angefangen. Ja. Da dann nee, bis heute, und nee, und dann habe ich bei einer wirklich guten Gilde, die aber nur 2 Raid-Tage hatte, habe ich dann geradet. Die waren immer so die zweitbeste Gilde eigentlich vom Surfer. Aber die Leute habe ich sehr gern gemocht. Und von daher war das wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Mhm. Und war dann auch traurig, als die Gilde sich aufgelöst hat. Wann war das ungefähr? Die hat sich aufgelöst im allerletzten Raid. Das war der letzte Raid von Legion. Keine Ahnung. Ich meine jetzt auch so eine Zeit her so ungefähr, also 2000. Wie lange ist es jetzt her? Es ist jetzt so 1,5 Jahre ist es her. Ah, okay, ist ja dann noch gar nicht so lange eigentlich. Okay. Genau, also und dann bin ich auch direkt, ich bin direkt in die beste Gilde vom Surfer wieder reingekommen, also ich war ja in der zweitbesten, die hat sich aufgelöst und dann dachte ich mir, ach komm, ich will aber weiter raiden und bin in die beste Gilde vom Surfer rein. Ja. Ging dann auch einfach, weil man sich halt doch schon einen Namen gemacht hatte. Wollte ich gerade sagen, dann hat man auch das Gear wahrscheinlich schon gehabt, ne? Genau, schon Ahnung, also, gehabt, dann ist das mal relativ. Ich habe nur den Gildenmeister angeschrieben, habe gesagt, hier, ich bin von der Gilde, kennst du ja meine Lok so ungefähr, genau. Wollte mich nicht mitnehmen und dann wurde ich direkt zu einem Probo-Raid eingeladen und dann bin ich auch am gleichen Abend noch in der Gilde gejoint. Habe ich auch früher die Erfahrung, also ich war jetzt nie so jemand, der in fetten Gilden immer am Start war, ne? Aber auch ein Kumpel von mir, der war auch früher in guten Gilden und da habe ich das auch gemerkt. Wenn du einmal da so drin bist in dem Bereich, dann hast du es relativ leicht dann auch in die nächste. Ja, vor allem heutzutage mit den ganzen Loks, wo du dann vorlegen kannst und Ach so, das kenne ich ja noch gar nicht. Das kenne ich ja noch gar nicht. Kann man das so richtig dann wie so eine Bewerbungsmappe mitgelockt. Ja, ist ja wirklich, also es ist, früher wurden ja diese Werbungen geschrieben und sowas. Das kenne ich ja noch so. Aber inzwischen ist es einfach so, die Loks sind wichtig. Also die Loks sind extrem wichtig, vielleicht sogar zu wichtig, finde ich teilweise. Ach, dann können die dann sehen, wie viel Schaden du gemacht hast. Die können alles sehen. Wie du gestanden hast, wann du gefailt hast, alles. Da wird alles mitgeschnitten. Und das ist ein Add-on oder wird das schon von WoW selber bereitgestellt? Nee, das ist ein Add-on, also es ist von der Internetseite, World of Logs. Ah, okay. Und da meldet sich dann jemand an, der loggt dann mit und sowas. Und dann wird das später alles hochgeladen und dann kannst du sogar sehen, wie der ganze Raid sich bewegt hat,
wer wie viel Damage bekommen hat. Ja, das ist ja interessant. Wo welchen Boss gemacht hat. Das gibt's ja in Classic eigentlich nur mit diesem Schaden halt, ne? Da hat das ja angefangen irgendwann mal. Ja, also das ist halt in ganz, ganz, also diese Logs sind halt ganz krass. Also du kannst sogar sehen, wie jeder einzelne Spieler sich bewegt hat, wann er welchen Spell gecast hat, wie lange er gar nichts gemacht hat, alles. Und das ist halt das, wo es inzwischen drauf ankommt. Ja. Und auch wenn du jetzt in irgendeine Gilde dich bewerben willst, sobald die ein bisschen besser ist, schreiben sie Logs mitschicken. Das ist einfach so. Und da bin ich halt direkt in die Gilde rein. Und da habe ich dann aber gemerkt, wie wichtig dann doch eine Community ist. Die Leute waren extrem gut, aber es waren nicht die Leute von meiner alten Gilde, mit denen ich so gerne was gemacht habe. Und habe dann einfach gemerkt, der Raid ist zwar gut, erfolgreich, aber es ist trotzdem nicht meins. Das ist nicht das, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Und habe dann auch zu BFA zu denen gesagt, hier, sorry Leute, ich mache nur noch M+, weil ich einfach gemerkt habe, nee, Raid ist nichts mehr für mich. Es kam halt auch noch dazu, dass ich zu der Zeit geheiratet habe. Und das kam dann, ja, und dann dachte ich mir, okay, nee, muss nicht sein. Und dann hatte ich halt noch ein paar Freunde von anderen Gilden. Man kann ja auch inzwischen M+ über verschiedene Surfer gehen. Und dann habe ich einfach mit denen nur M+ gemacht. Die waren dann gar nicht auf meinem Surfer. Und habe mir auch so eine kleine Community selbst ein bisschen aufgebaut, nur für M+. Ah, okay. M+ kannst du ja dann vielleicht das Konzept auch später nochmal vorstellen, habe ich jetzt auch nicht so einen Plan von. Ja, und das war halt eigentlich meine WoW-Geschichte so. Krass, also kann man eigentlich schon sagen, dass du durchgehend von Beginn an so mit am Start warst eigentlich, ne? Genau, jetzt Battle of Azeroth war bis jetzt ist das einzigste Add-on, wo ich nicht wirklich Twin-Crates und sowas, klar, habe ich alle gemacht und habe auch die Bosse gesehen und weiß auch, was die können. Und guck mir auch regelmäßig bei Twitch mal Sko an oder so, was der da so jetzt treibt. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dieses Addon jetzt gerade krass suche. Ja, okay. Ja, nochmal kurz an die Info, an die Leute, die auf YouTube zuschauen. Ich bin hier gerade nochmal geswappt. Ich level hier doch ein bisschen weiter, weil es einfach zu stressig gerade. Also PvP und dabei Podcast aufnehmen ist anscheinend nicht so mein Ding. Deswegen werde ich hier entspannt jetzt ein bisschen leveln. Ja, genau. Also Fabian, wie gesagt, ist halt auch noch an mich herangetreten quasi, hatte die Idee, dass man mal über diese Themen spricht. Und finde ich, wie gesagt, eine richtig coole Idee. Und was wäre denn so das erste Thema, wo du sagen würdest, damit fangen wir mal quasi an? Also was mich ganz klar an Retail gestört hat, war jetzt einfach, es ist ein geiles Spiel. Also auch das Balancing der Klassen, muss man ganz ehrlich sagen, ist einfach besser wie bei Classic. Also da, auch wenn viele das haten und was weiß der Kuckuck sagen, aber das Balancing der Klassen vom reinen Damage und sowas ist einfach viel gleichmäßiger und gerechter verteilt. Aber das, was die meisten Leute von Retail, mit denen ich mich unterhalte und die ich kenne, stört, ist einfach dieses permanente Gequinde von Inis und von M+. Es ist halt ganz schön, ja, dass man immer was zu tun hat mit seinem Main-Char, dass man auch außerhalb von Inis, von Raids, seinen Charakter verbessern kann, ist absolut genial, die Idee. Ah, okay, das ist so, okay. Ja, klar. Du brauchst eigentlich keinen Raid mehr, um auch in Raid-Gear zu bekommen oder in Raids mitgenommen zu werden. Da langen M+. Aber es ist halt einfach so, vor allem bei Schmuckstücken, dass es Schmuckstücke gibt, die einfach viel besser sind, wie die, wo du einen Raid kriegen kannst. Also war es zumindest bei Legion so. Okay. Und dann bist du halt einfach, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, ich bin teilweise 200 Mal in Arcus gerannt, nur für einen Chrono-Splitter, damit der noch 10 Item-Level oder 5 Item-Level höher kommt. Und, Ach, also das heißt, das Item droppt in der Inni, kann aber in verschiedenen Item-Levels droppen, oder wie? Genau, das hat ein Baseline von 460 oder was das damals war. Und es wurde jetzt schon öfters mal verändert, wie der GS. Du hattest das Item dann schon und dein Ziel war, du wolltest noch eine stärkere Version davon bekommen, ne? Genau, und es konnte praktisch hochbrocken, wenn ich sag jetzt einfach mal 460 wäre normal, und dann könntest du bis 495 könntest dann gehen. Aber das ist halt, je höher es wird, je kleiner wird die Chance, dass es das halt wird. Aber es könnte es ja werden. Wenn du halt wirklich dann Pokers machst und auch die Ansprüche hast, dass du mit die Besten sein willst. Ja, dann will man das auch haben. Genau, dann willst du es halt immer haben. Und dann ist halt so ein permanenter Druck da, wo du dir dann denkst, so, will ich jetzt wirklich twinken oder ich habe vielleicht gar keine Lust auf die Inni, aber vielleicht droppt's ja dieses Mal. Ja, das ist halt auch ein komisches Feeling, weil ich meine, so dieses Hardcore-Grinden gibt es ja so ein bisschen in Vanilla auch schon, ne, dass man dann halt die Bisslisten abfarmen will, aber da ist halt dann so, zumindest wenn man das Item hat, dann hat man es halt auch einfach. Ne? Genau. Und bei dir ist dann immer noch so, naja, ich hab's jetzt schon, aber ich brauche dann noch die andere Version. Fühlt sich so ein bisschen unbefriedigend an. Man hat's dann so, aber man denkt dann, naja, so richtig zufrieden kann man noch nicht sein wahrscheinlich, ne? Ja, und das noch Schlimmere ist dann, du hast es, auch auf der besten Version vielleicht sogar, hast richtig gelackt. So, und dann kommt ein neuer Raid raus. Dadurch werden die ganzen Item-Levels der Sachen
wieder höher gewertet und dann droppt es aber wieder neu höher. Das heißt, du kannst das Ganze wieder von vorne anfangen und musst das gleiche Ding wieder neu suchen auf M+. Ja. Und das ist halt wirklich, das ist ein gegrindetes Tod, wenn du dann irgendwie zwei oder Matchers oder so hast, was ich ja dann auch hatte. Es ist halt irgendwie einfach anstrengend, es ist wirklich anstrengend. Ja. Das ist immer noch so in BFA jetzt oder hat sich das nochmal geändert? Ja, nee, in BFA ist es noch genauso. Ah, okay. Du musst trotzdem, also gibt es auch noch mit dem Hochrollen. Hm. Und kann jetzt bei BFA nicht genau sagen, welche Sachen da besonders gut sind, aber auf jeden Fall gibt es dann noch Sachen, die besonders gut sind. Ich weiß es halt noch, bei Legion war es zum Beispiel der Chronosplitter im Arcus und so, die sehr begehrt waren. Und oder auch Waffenrelikte, okay, das gibt es ja jetzt im BFA nicht mehr. Aber die waren halt einfach so beliebt in manchen Innis, wo du dann auch nichts so Gutes im Raid gekriegt hast, dass da die Leute hunderte Male reingerannt sind. Man braucht ja immer einen, der den Key hat. Und wir haben dann wirklich mit der Gilde eine Vierergruppe gestellt und haben uns immer angemeldet und haben nur Leute mitgenommen, die den Key hatten. Nur damit wir praktisch denen ihren Key machen können, die Inni machen können, weil du kannst ja auch nicht einfach, wenn wir jetzt Arcus machen wollten und keiner hatte mehr einen Key von uns, weil wenn man die Inni schafft, dann ändert sich ja auch der Key. Oder er wird hochgestuft. So, wir wollten aber nur, um den besten Loot rauszubekommen, nur 10er Keys machen für Arcus. Weil es damals einfach verhältnismäßig den besten Loot da gab. Mhm. Und dann war es einfach so, dann haben wir in der Suche uns gemeldet, brauchen Leute mit 10er Arcus Key. Und dann haben wir immer einen eingeladen, der den Key hatte, durchgerannt, den gekickt, neuen eingeladen, der den Key hatte, durchgerannt, gekickt und die ganze Zeit halt. Und das habe ich teilweise 20 Mal am Tag die gleiche Indie dann gemacht. Das ist echt krank, ey. Und das ist halt wirklich genau. Und dieser Druck ist halt extrem krass. Also, und ich wusste auch eine Zeit lang gar nicht so, was mich stört, auch in BFA. Ich habe nur gemerkt, irgendwie, ich komme nicht mehr so zur Ruhe. Das Spiel entspannt mich nicht mehr so, wie es früher war. Ja, das ist auch so ein Punkt, weil für mich ist WoW auch Entspannung einfach. Ganz genau. Das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder sage. Wenn ich mich früher in WoW eingeloggt habe, war irgendwie so zum Runterkommen auch einfach, ne? Das war gar nicht so stressig oder so. Ja. Ganz genau. Und das hatte ich halt nicht mal. Und ich konnte es aber gar nicht so wirklich benennen, was mich stört. Ich habe einfach nur gemerkt, so, mir gefällt was nicht. Und als dann auf der BlizzCon bekannt gegeben wurde, dass diesen Sommer die Classic-Surfer kommen, das war so der Punkt, da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, boah, ich freue mich so sehr, wenn das kommt. Ich habe auch direkt zu ihr gesagt, ich werde mir eine Woche Urlaub nehmen. Und, die Woche Urlaub ist auch schon angemeldet. Ja, machen also, voll viele, glaube ich. Ja, voll viele. Es kommt ja Mittwoch so raus und samstags bin ich direkt auf eine Hochzeit von 2 Tagen eingeladen. Das heißt, ich verliere direkt in der ersten Woche 2 Tage. Ah, okay. Das ist halt ein bisschen bitter, aber kann man nichts machen. Ja, immerhin. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, und dann habe ich mich halt direkt bei dem Qual. Ich konnte auch einfach nicht mehr warten. Ich wusste zwar, dass die bald kommen. Aber dann hast du quasi erst auf Privatsurfen angefangen, genau. Ja? Genau, okay. Und dann habe ich erst mal auf Privatsurfen angefangen. Also es war dann, glaube ich, Januar dieses Jahr. Und ich habe angefangen zu leveln und habe einfach gemerkt, so, ich gehe entspannt ins letztes Jahr im Januar wahrscheinlich, meinst du, oder? Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr im Januar erst, okay. Dieses Jahr im Januar habe ich erst angefangen. Ah, okay. Ich spiele jetzt erst seit 5 Monaten auf Privatsurfen. Okay, gut, okay. Und ich habe halt direkt gemerkt, als ich angefangen habe, so, ey, ich gehe entspannt ins Bett, ich habe nicht diesen Leistungs... Es hört sich sicherlich an, weil es ein Spiel ist. Ja, aber es ist trotzdem ein Druck, den du hast. So, du musst abliefern, du musst farmen, du musst das machen. Ja gut, gerade wenn man so wie du in auch, sag mal, besseren Gilden gespielt hat, kann ich das ruhig schon nachvollziehen, dass man da natürlich dann auch mehr gemacht hat. Ne? Ich meine, mein Gott. Genau. Aber auf welchem Server hast du angefangen? Proudmoor. Proudmoor. Nee, ich meine, auf welchem Private-Server? Ach so, das ist dieser ganz kleine deutsche Server. Ach, Nefarian oder so? Ja, genau, ich glaube Nefarian. Genau, Nefarian, ja. Und hast du dann, also wie bist du dann dran? Hast du einfach entspannt hochgelevelt und das Feeding wiedergegeben? Genau, ganz entspannt. Ah, okay. Ganz entspannt und hab mir nebenbei halt die ganzen, alles, was ich von WoW Classic irgendwie greifen konnte, habe ich mir angeguckt. Also, ich bin dann halt auch recht schnell auf deine Videos gekommen und habe dann auch öfters mal mit dir geschrieben und ich hatte diese Probleme beim Runterladen von Classic, wo ich mich mit dir unterhalten habe. Stimmt, das weiß ich auch noch. Dass es bei mir alles nicht funktioniert hat. Irgendwann, ich glaube, ich habe es 10 Mal runtergeladen, beim 10. Mal hat es funktioniert, ich habe nichts geändert, keine Ahnung, an was es lag. Blöde, ne? Aber eigentlich ist es so simpel, ne? Wenn man es einmal hinbekommen hat, ne, ist es so simpel. Aber bei einem Kollegen war es genauso, der muss es auch 3-mal machen. Das ist irgendwie, wenn der Computer nebenbei in Standby geht, kann es Probleme geben. Dann lädt das irgendwie nicht sauber.
Ah, tatsächlich, ja, okay. Gibt's wohl ein bisschen, ja. Und das hatte ich irgendwo im Forum dann mal gelesen, drauf geachtet und dann hat es auch funktioniert. Und auf jeden Fall habe ich dann einfach hier nochmal angefangen und habe dann aber auch direkt gemerkt, halt, was mich an Retail stört. Und das ist halt einfach, du bist nicht Ja, mehr das wäre mal entspannt im Tracking. interessant. Was ist so da dein Hauptding, so wo du gemerkt hast, wow, das ist irgendwie so, was ich vermisst Dass du habe? einfach entspannt leveln kannst, dass du entspannt deine Innis gehen kannst und dass du nicht immer diesen Druck in deinem Nacken hast mit, du musst, du musst, du musst, sondern, ja, ich level jetzt mein Char, das dauert eh ziemlich lange. Damit hat es schon mal angefangen. Ach so, Und wenn ich dann Max-Level bin, ich habe mir vorher dann Videos angeguckt, okay, ich brauche Jujus, ich brauche das, ich brauche das. So, das kann ich beim Hochleveln schon wunderbar farmen. Also Und eigentlich, das. ich find das mega interessant, weil eigentlich ist ja quasi Blizzard, glaube ich, so irgendwann mal rangegangen. Die wollten ja eigentlich so diesen Druck aus dem Game rausnehmen eigentlich, ne? Indem es ein bisschen casual-freundlicher gemacht haben. Haben ihn aber eigentlich wahrscheinlich unterbewusst eigentlich erhöht, so, ne? Für die Pro-Spiele auf jeden Fall. Für die Casuals muss ich sagen, ist, hast du mit WoW, jetzt mit Retail, eigentlich, die können geile Sachen machen, weil du bist nicht, musst nicht unbedingt raiden, kannst trotzdem ein vernünftiges Equip bekommen durch deine M-Plus und sowas. Du brauchst doch keine große Community. Du kannst ein paar Freunde nehmen, kannst ein paar M-Plus rennen, hast deinen Spaß eigentlich. Und ja, jeder ist eigentlich glücklich. Du kannst auch ein Raid sehen, wenn du ein LFR machen willst. Du kannst alles mal mitbekommen. Du kannst die Also eher für Story die einfach viel Pro-Gamer besser würdest du genießen. dann sagen, oder für die ambitionierteren Spieler, wie auch immer, Genau, quasi. für die ist es unglaublich anstrengend geworden jetzt. Ah, okay. Je besser du werden willst, je unglaublich anstrengend wird es. Weil du unglaublich viel reinstecken. Du musst ja auch die ganzen Daily Quests machen, also wegen der Artefaktwaffe war es im letzten Addon, dieses Mal ist jetzt BFA ist ja die Halskette. Und du willst ja die Artefakt-Power mitnehmen. Also musst du auch die Daily Quests machen. Brauchst aber teilweise in den guten Gilden mehr als ein Char. Das heißt, du hast zwei, drei Chars sogar, mit denen du immer diese Daily Quests machen musst. Und Da habe ich auch echt gar keine Ahnung mehr von, ey, aber echt interessant, das erstmal es zu ist hören. halt schon sehr, sehr krass und anstrengend. Und wenn du da halt wirklich mal einen Monat mal Pause machst, oder wenn ich ziehe jetzt nächsten Monat um, wenn ich dann einen Monat Pause gemacht hätte oder wenig spielen könnte, dann hätte ich mit meiner Artefaktwaffe, mit meiner Halskette hinterhergegangen. Es war jetzt nicht viel, es wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen. Aber es hätte einfach auch mich dann ein bisschen geärgert, wenn ich dann im Damage Meter auch gesehen hätte, ich bin vielleicht nicht mehr Platz 1 oder Platz 2, sondern ja, wenn du in der Pro-Gilde bist, willst du es dein Anspruch her halt auch so möglichst gut zu sein. Und dann ärgert es dich, wenn du halt wegen solchen Sachen es nicht mehr oben bist. Ja, verstehe ich. Und das ist halt einfach bei Classic nicht so. Und ich finde halt, und das ist halt auch der nächste Punkt. Classic ist halt auch, wenn du eine Familie gründen willst, oder einfach wie ich bin jetzt seit 8 Monaten verheiratet, einfach, du kannst zu deiner Frau sagen, hier, Schatz, ich spiele, mittwochs habe ich einen Raid, und vielleicht freitags habe ich noch einen Raid, und wenn du wirklich viel raiden willst, Sonntag auch noch, du kannst dir feste Zeiten nennen. Ein bisschen Von planbarer dann, 19 ne? Uhr bis 22 Uhr oder bis 23 Uhr, dann weiß sie Bescheid, und du weißt auch Bescheid. Und da ist es nicht so, dass du jetzt sagst, oh Scheiße, ich muss da noch M-Plus rennen und ah, oh, fuck, dieser Chrono-Splitter brauche ich noch unbedingt. Jetzt renne ich noch Also, mal 10 Innis. genau, das ist auf jeden Fall, das kann ich echt, also, ja, kann man echt gut nachvollziehen, irgendwie, wie du das so erklärst, ja. Ja, und das ist halt einfach so ein Punkt, wo ich jetzt erst wirklich gemerkt habe, nee, das will ich gar nicht mehr. Also das, ich habe gar kein Interesse mehr daran, das so krank da durchzuziehen, dass. Und jetzt ist mal so damit wir jetzt auch nochmal so ein bisschen vielleicht mal eine Überleitung finden. Also, wir wollen ja quasi heute so ein bisschen auch drüber nachdenken, vielleicht auch so ein bisschen, wie sich das entwickeln könnte, ne? Weil du bist ja nicht alleine. Gibt ja jetzt viele Retail-Spieler. Denkst du so, werden die alle switchen auf Classic? Oder Ich habe mich gibt's mit da schon vielen so irgendwelche, unterhalten. ja, genau, gibt's da irgendwelche, weißt du, so ein Stimmungsbarometer, was ist so deine Einschätzung irgendwie? Oder werden die da gar Leider. keinen Bock drauf haben? Werden die wieder aufhören? Also was so? Ich habe mich auch mit vielen von meiner jetzigen Gilde unterhalten, die auch wirklich damals schon zu Classic bei den besten Gilden waren und wirklich jedes Addon krass gespielt haben. Und die haben mich halt besonders interessiert, weil ich habe denen halt auch am Anfang, habe ich zu denen gesagt, hier, welche Klassen waren eigentlich zu Classic gut und sowas. Und da haben sie mir halt so ein paar Tipps gegeben, habe ich gesagt, fangt ihr denn auch wieder mit Classic so an? Und sie haben eigentlich gesagt, sie wollen wieder anfangen, aber nicht um jetzt da zu poquesten, sondern einfach so ein bisschen Nostalgiefaktor, wenn dir ein bisschen langweilig ist und sowas. Aber ihnen gefällt einfach dieser anspruchsvolle Content und die Raids sind nun mal jetzt anspruchsvoller wie damals. Ja, das Gefällt auf ihnen jeden Fall. einfach. Das
sage ich auch immer wieder. Das, ne? Genau, ja. Das glauben auch viele nicht. Und es ist, also, heutzutage ist es mehr so eine Challenge halt oft, und damals war es halt einfach mehr so ein MMO, so ein Roleplaying-Game halt. Ja, ne? Genau. Dass man so mehr so die Atmosphäre aufgesogen hat und so weiter. Allein, was, wie viele Tasten, also wie kompliziert die Rotas jetzt bei vielen Klassen sind, als wenn man sich da mal die Classic-Rotas anguckt. Es gibt natürlich da immer welche, die sagen, Classic war trotzdem alles schwerer. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich war jetzt auch schon mal. Sehe ich auch nicht so unbedingt. Ne. Nee, ich war jetzt auch schon. Natürlich auch schwer das zu vergleichen, ne? Aber ja, sehe ja, ich auch nicht. Einfach, du musst auf mehr Sachen inzwischen achten. Also dein Roter ist doch ein bisschen anspruchsvoller. Finde ich jetzt aber, wie gesagt, darum geht es ja auch nicht. Nee. Die haben auf jeden Fall halt gesagt, sie wollen beim aktuellen halt eigentlich bleiben. Aber doch, weil die Klassik schon alles erreicht hatten. Genau, aber halt so ein bisschen nebenbei reinschauen. Ah, okay. Und ich hoffe halt einfach nur, dass Classic wirklich ein Erfolg wird. Wo ich mir aber, der Hype, der zurzeit entsteht, macht mir ein bisschen Sorgen, der ist nämlich so groß und ich find's geil, dass der Hype so groß ist, aber. Ja, dass die Leute dann enttäuscht sind, oder? Auch wie eine Flaute. Ja. Und vor dieser Flaute habe ich unglaublich Bauchschmerzen. Dass sie so, dass sich das so zu geil vorstellen, so, ne? Genau. So. Und auch Blizzard, die, weil sie jetzt unglaubliche Erfolgszahlen gerade schreiben und unglaublich viele Leute Bock auf Blizzard, auf Classic haben. Da werden sich so viele angemeldet haben, oder, Alter? Zahlen. Und das. Also es werden so viele Leute, glaube ich, eigenen Zahlen so hoch setzt, dass so, die von uns gar nicht erfüllt werden können oder nicht mehr schnell nicht mehr erfüllt werden, dass sie dann einfach sagen, das Add-on floppt. Dabei ist es prinzipiell gar nicht gefloppt. Es hat der Community was gegeben, ja. Nur die Community wurde am Anfang viel größer gehypt, wie sie letztendlich ist. So meinst du es. Dass vielleicht dann auch erstmal ganz viele Leute auf die Server kommen werden und auf einmal dann hauen die dann doch ganz wieder ab oder sowas. Ne? Ganz genau. Und damit rechne ich fast. Und ja, das ist halt auch ein bisschen mein Bedenken, dass Blizzard wirklich mit einplant, dass es viele von denen wieder abhauen. Und dass aber trotzdem sie der Community ein ganz großes Geschenk damit gemacht haben, weil das haben sie. Die Community, die da drin ist, auch meine Wenigkeit, die halt Classic bei ihrer WoW-Beta fehlt, die freut sich tierisch darüber. Genau, das ist ja auch so. Und es gibt auch viele Retail-Spieler, die Classic auch noch nie gespielt haben. Die haben natürlich da richtig Bock drauf, denke ich mal. Ganz genau. Und das ist halt, ja. Ja. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf, wie das dann alles so abläuft. Auch finde ich halt, dass dadurch, dass du mit dem Battle.net-Launcher alles machen kannst, kannst du halt auch wieder mit deinen Freunden besser interagieren. Ja, weil ich merke es halt jetzt, ich habe ja immer noch viele Freunde auf der Battle.net-Liste, aber die spielen jetzt keine Private Surfer. Und dann sehe ich auch gar nicht, wann die online sind oder kann auch gar nicht mit denen spielen. Aber wenn das dann wieder Classic jetzt rauskommt auf dem offiziellen Surfer, dann kannst du wieder ganz anders mit den Leuten interagieren. Ja, das ist auch echt so. Das stimmt. Genau. Also du würdest jetzt nicht sagen, dass es jetzt einen ganz klaren Trend gibt, wie die Retail-Leute drauf sind in Bezug auf Classic, sondern... Nee, es ist komplett unterschiedlich. Viele wollen das komplett mal anschauen. Und aber ich glaube, dass ja auch das Clevere, das Blizzard gesagt hat, ey, ihr müsst es nicht kaufen in dem Sinne, ne? Sondern genau, das ist sehr wichtig. Man braucht einfach nur ein Abo und dadurch kann halt wirklich jeder mal reinschauen. Ne? Und ich glaube auch, dass auch manche Classic-Veteranen werden vielleicht auch mal einfach dann in das aktuelle Addon reinschauen, weißt du, von WoW. Ja. Einfach mal zu vergleichen, mal zu schauen, was macht denn alter Char eigentlich noch, ne? Was habe ich da noch so rumliegen und so weiter. Ich glaube, es war schon sehr, sehr clever, so wie sie das gemacht haben. Das ganz Interessante, was ich auch finde, ich hab erzählt, dass mein Onkel damals halt auch so viel gespielt hat. Er hat halt inzwischen auch dann zwei Kinder bekommen und hat dann, glaube ich, zu Cataclysm hat er auch gehört. Das war das letzte Add-on. Seitdem hat er nicht wieder WoW angefangen, auch nie mehr angeguckt, weil er halt wirklich gesagt hat, er hat so viel Angst, wieder süchtig zu werden. Ja. Und dann habe ich mich letztens angerufen und mir zum Geburtstag gratuliert und dann hat er mich so gefragt, was ich gerade mache. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bereite mich ein bisschen auf WoW Classic vor. Dann hat er gemeint, wie WoW Classic? Und habe ich gesagt, ja, es kommt jetzt vom Blizzard alles wieder. Ja. Und genauso wie damals, ne, so wie damals. Ich so, ja, das wird alles genauso sein wie zu 60er Zeiten. Und dann er, aber nicht, geil. Ja, also man hat wirklich gehört, wie es in seinem Kopf eigentlich angefangen hat zu rattern. Ja, ja, ja. Und er wirklich so selbst mit sich gekämpft hat, dann nicht zu sagen, oh, ich will doch auch wieder unbedingt. Ja. Und, ja. Aber was auch gerade gesagt hast, so dieses, dass man WoW entweder nur All-In spielen kann oder gar nicht so, ne? Das kenne ich auch von einigen Leuten noch, auch von mir selber früher noch. Ja. Aber das habe ich ehrlich gesagt auch durch, das habe ich öfter schon mal gesagt, durch das Livestreaming auch ein bisschen besiegen können, weil ich einfach momentan immer nur spiele, wenn ich live bin, ne? Mhm. Dadurch kann ich das für mich so ein bisschen kontrollieren, sage ich mal. Wird sich dann sicherlich im, wenn das Release da ist, nochmal ein bisschen ändern, aber kenne ich auch so ein bisschen dieses Syndrom, dass man ja in WoW dann auch echt immer so richtig Vollgas geben möchte irgendwie, ne?
Also ich habe jetzt auf Private Surfern ja auch schon einen 60er hochgelevelt. Das habe ich ja jetzt. Und ich muss aber einfach sagen, dass ich es auf Classic einfach besser kontrollieren kann, wie in BFA oder in Legion. Einfach weil, ja, es gibt halt nur meine Weights und es gibt kein permanentes M Plus Gequine. Ja. Und das ist für mich so ein ganz großer Punkt, weil ich immer mit oben dabei sein wollte, habe ich bei diesem M Plus Gequine immer mitgemacht. Mhm. Aber eigentlich war es unglaublich anstrengend und zeitaufreibend. Ja. Nur, und das dass ist ja dann auch ein halbes Jahr später wieder Schrott war. Auch etwas eigentlich total angenehm ist, wenn man auch der Partnerin sagen kann, ey, dann und dann kann ich nicht, dann kann sie sich auch drauf einstellen. Das ist ja bei mir beim Livestream auch so, ne? Meine Ganz Freundin genau. weiß genau, dann und dann bin ich live so und fertig halt. Ne? Dann macht sie dann andere Dinge. Ganz genau. Genau. Ja, nice. Ja, hast du denn jetzt noch einen Punkt, wo du sagst, der wäre jetzt noch wichtig, wo wir jetzt nochmal drüber reden könnten? Ja, ich kann jetzt gerade nochmal kurz gucken. Also, genau. Ja, die M Plus und sowas, das haben wir ja jetzt genug drüber gesprochen. Ja, man kann halt einfach in Classic wunderbar sich auch vorher schon Listen zusammenstellen. Die Levelphase finde ich halt noch sehr wichtig. Die Levelphase ist in Classic halt einfach so unglaublich lang und deswegen hast du aber auch die Zeit, dir eine Community zu suchen, die zu dir passt. Weil genau das hast du jetzt in Retail eigentlich nicht mehr. Hm. Also ist ja auch das, was ich gesagt habe. Weil die Levelphase da total schnell geht, ne? Ja, nicht nur die, es ist halt auch einfach so, ich bin aus der zweitbesten Gilde raus. Was bleibt da noch übrig? Ja, die beste Gilde oder sowas. Hm. Und dann gehst du da rein und dann habe ich auch gemerkt, ey, die Community passt mir gar nicht. Aber ich hatte auch keine andere Community da eigentlich, weil die Levelphase, die ist ja praktisch nicht existent. Und dann überlegst du halt auch so, ja, wo lerne ich jetzt neue Leute kennen? In den M-Plus-Rennen, die sind alle von anderen Surfern, da kannst du jetzt auch nicht einfach mal in die Gilde oder so joinen. Hm. Wie mache ich das? Wie finde ich Freunde? Ich weiß, was du meinst. Ja, auf jeden Fall. Und, das ist ja auch das, was ganz viele größere Streamer, die jetzt einen Beta-Key bekommen haben, wie wenn Rookie oder so, die haben es auch gesagt. Die haben dann so WoW Classic gespielt und waren eigentlich auch erst dagegen so, ne, hatten da keinen Bock mehr drauf. Und haben dann irgendwie so auch mal hochgelevelt einfach im Stream dann. Haben dann so gemerkt, ey, krank, man muss wieder mit Leuten schreiben so. Es war voll niedlich irgendwie, weil viele von denen, die ja dann auch bei Nasset und anderen kranken Gilden geradet haben, die haben halt dann auch natürlich damit Geld verdient und die konnten ja keinen Private-Server-Content zeigen halt, ne? Ja, klar. Das war jetzt nochmal eine andere Nummer, denke ich mal, ne? Wenn man damit auch richtig Geld macht und so, dann blendet man das wahrscheinlich auch ein bisschen aus, dass einem vielleicht das Spiel nicht so hundertprozentig gefällt, ne? Und das siehst du ja schon bei vielen deutschen Streamern. Also ich habe mal Serenja, oder wie er heißt, auch angeschrieben, so von wegen, was er von Private Surfing oder auch mal gezockt hat. Also er hat so abweisend eigentlich reagiert und also es hat nur noch gefehlt, dass er mich vom Twitch-Channel gebannt hat, so ungefähr. Aber ich habe ihn eigentlich ganz nett gefragt. Ja. Aber kam nur so die Antwort, interessiert mich nicht, Private Surfer sind scheiße und ist eh nicht erlaubt und ja, so richtig übers Maul gefahren eigentlich. Ja, wie gesagt, will ich jetzt auch nicht so drüber urteilen, ne, mein Gott. Ist ja auch nicht, nee, aber ist auch halt nicht für einfach so, die, wo praktisch für Blizzard ambitioniert sind oder praktisch Blizzard unterstützen oder auch von Blizzard unterstützt werden wollen, die halten sich halt da komplett bedeckt und raus. Ja. Ist ja auch richtig so, würde ich nicht anders ja machen. Nee, genau, ich sag mal, wenn ich jetzt damit wirklich, wenn ich Fulltime-Streamer wäre, damit meine Brötchen verdiene, so eine Art, ne, kann man es ja auch verstehen, mein Gott, alles gut. Da hängt ja auch deine Existenz mit dran. Ja, alles gut, genau. Ich meinte jetzt auch einfach, dass ich dann so gesehen habe, ey, die waren so in Classic drin und haben sich dadurch, dass sie quasi diese, du hast jetzt, bei dir waren es ja jetzt nur 5 Monate, sag ich mal, ne, also auch schon relativ lang, aber halt, ne, ich habe jetzt irgendwie 8 Jahre auf Privatserver gespielt, weißt du? Ist halt so. Und dann fand ich so niedlich, wie die halt das erste Mal wieder den Kontakt mit Classic hatten, weißt du, dann so diese ganzen Dinge, die mir in den letzten Jahren schon aufgefallen sind, erst dann so realisiert haben, ne? Das fand ich irgendwie auch krank irgendwie so, wenn man so das wirklich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ne? Wie WoW eigentlich mal war, ne? Also das ist schon interessant, ey. Ja, also auch bei mir, ich habe mich auf dem Private Surfer eingeloggt und ich habe mir wirklich gedacht, dass ich bei Classic schon den Button hatte für Schnellplündern. Und ich habe den erstmal verdammt lange gesucht, bis ich gemerkt habe, das gibt's nicht. Ja, das stimmt. Das ist einfach nicht mehr in Interface. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich dachte, das gab's schon. Da hatte ich auch viele Momente, wo ich gedacht habe, hä, das gab's noch nicht so, ne? Am Anfang auch gerade so, ne? Das kann doch nicht sein, ne? Und ja, das ist echt immer wieder lustig auch. Das ist am Anfang viele Sachen, die es einfach noch nicht gab, ne? Ja. Und jetzt findest du einfach, ich habe jetzt auch beim Hochleveln gemerkt, ich habe dann auf dem Private Surfer Leute gefunden, die waren ja ganz nett, die waren ganz nett, und dann bin ich auch durch Zufall eigentlich in eine RP-Gilde gekommen, aber einfach nur mal so, weil ich mir dachte, ja, warum nicht, die Leute sind ja ganz nett, und habe mich aber ziemlich
ja, es war ziemlich witzig, mit denen zu schreiben, weil auf einem RP-Gilde wird halt ganz anders nochmal geschrieben, ne? Ja, das ist nochmal ein anderes Level. Ja, also ja. Was die da wirklich dann Texten abgelassen haben, war schon sehr witzig. Und dann war ich jetzt im Hochlevel in Düsterbruch mit einer Gruppe und habe mir dann auch so ein paar Buffs, weil ich halt einfach aus Retail auch noch so kenne, dass man sich halt bufft in der Innie, reingepfiffen. Und dann haben die direkt mich angeschrieben, oh, ich wäre so gut gebufft, so viele wären ja in MC noch nicht mal so gut gebufft wie ich, ob ich denn nicht mit denen mitwollen würde, Molten Core. Ja. Und dann habe ich gemeint, oh ja, wenn ihr mich mitnimmt, ich bin erst 58, habe nicht mal die Pre-Quest gemacht. Und sie meint, ach, kein Problem, mach mir noch schnell mit dir. Sind die zack mit mir die Pre-Quest gerannt, haben mich dann direkt mit MC genommen, haben mir direkt einen T1-Kopf haben sie mir zugesteckt und und haben mich direkt unterstützt und wollten wir jetzt eigentlich auch BWL und Uni-Pre machen. Und genau, also so diese sozialen Aspekte einfach, ne, genau, vom Spiel. Das ist einfach nur weil ich gut gebufft in Innie gekommen bin, meinen Job gut gemacht habe, waren sie so begeistert von mir, dass ich direkt angeworben wurde. Hat jeder so dann wahrscheinlich auch so seine eigenen Geschichtchen immer so, ne? Wo dann so merkt, ganz genau. Krank so. Das finde ich, das gibt so bei Retail nicht mehr. Hm. Ja, das kann ich nicht so halt nicht beurteilen, ne? Aber das höre ich halt auch immer wieder, ja. Ja, cool. Und was gerade voll spannend, auch diese ganzen Geschichten mal so zu hören. Aber um vielleicht auch nochmal so ein bisschen jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, so diese Unterschiede zwischen Retail und das, was uns da quasi im Herbst erwarten wird. Wie ist das denn momentan auf Retail? Es gibt ja jetzt die Cross-Realm-Mechaniken. Die sind ja relativ verbreitet, ne, in allen Bereichen, oder? Also jo, man kann mit ganz vielen mit ganz vielen Spielern von ganz vielen verschiedenen Servern spielen. Und es ist ja wahrscheinlich so, es wird wahrscheinlich auf Retail gerade deutsche Server geben, ne? Ja, klar. Ja. Genau, wie viele gibt es? Also immer noch sehr viele, oder? Ja, sie haben ja, glaube ich, geschlossen. Ich wüsste nicht, dass sie welche geschlossen haben. Kann vielleicht sein, aber da habe ich mich jetzt auch nicht so damit beschäftigt. Aber sie haben die ja eher connected, die kleineren Surfern. Ah, okay. Und dann zusammengebracht. Also es wird aber, wie viel ist da, also ungefähr, wie viel gibt es jetzt ungefähr, wie viele Deutsche? Das kann ich gar nicht sagen, da müsste ich jetzt lügen. Also. Aber bestimmt mehr als 10 oder so, ne? Also. Ja, bestimmt 20 Minimum. Ah, ja, okay. Ja, weil meine Frage, oder das, was ich auch mal interessant finden würde, glaube ich, was ist denn so deine Meinung? Wie sollte Blizzard das lösen? Mit den Servern? Also, oder was denkst du, was wird kommen? Oder wie würdest du quasi aus deiner Perspektive sagen, man sollte ja einen PvP-Server bringen, einen PvE für komplett Europa, weißt du? Oder werden RP-PvE-Server, RP-PvP-Server auch kommen? Oder werden sogar vielleicht welche für Deutschland kommen? Oder werden deiner Meinung nach auf jeden Fall für jedes Land welche kommen? Oder werden die nach Ländergröße gehen? Hast du da irgendeine Theorie so? Ja, ich habe mir darüber auch viele Gedanken gemacht und was ich halt wirklich extrem hoffe, ist, dass sie wirklich eine deutsche, also das stört mich halt auch, dieses ganze Internationale. Ich gucke ja auch viel hier Mosen und sowas, wenn der streamt. Ja, ja, klar. Und er ist halt auch, ich diskutiere manchmal ein bisschen mit ihm im Chat, weil ich dann schreibe so seine, dass halt immer alles da auf Englisch durchzieht. Ja, Timo, ich weiß nicht, ob das weiß, Timo ist ja ein Real-Life-Kumpel von mir. Ja, ich weiß, genau. Wir haben auch früher mit WoW zusammen angefangen, auch zusammen Abi gemacht und so weiter. Und ich sag ihm ja auch, also wir haben ja auch eine Podcast-Folge jetzt aufgenommen vor 2 Tagen wieder. Und ich habe ihm halt auch da gesagt, so, ey, mach doch full Deutsch mit mir und so weiter. Aber er hat halt auch einfach so eine Vergangenheit, weißt du, er war auch ein Jahr in Amerika. Und Englisch ist bei ihm einfach auch so sein Ding halt, ne? Aber kannst du ja nochmal sagen, was denn so war? Dann hast du ihm das auch so gesagt gehabt, oder? Genau, ich habe halt auch, und was mir halt aufgefallen war, ist, ich finde, du bringst sehr viel PvP-Content auf deinem Kanal, was ich sehr interessant finde. Und er bringt aber unglaublich viel PvE-Content. Und zusammen, finde ich, macht ihr da draußen eine wirklich runde Geschichte. Ah, ja gut, weil ihr natürlich auch, die raiden ja gerade aktuell noch, ne? Stimmt, das kommt auch daher so ein bisschen, denke ich mal. Ganz genau. Ja. Wenn ich bei ihm bei Twitch anschalte, ist es ganz oft, dass er in einem Raid ist und sowas. Hm, und stimmt. Kombiniert mit deinem PvP ist es eigentlich eine extrem runde und gute Geschichte. Fände aber viel schöner, wenn das für eine geschlossene deutsche Community eigentlich wäre. Ach so, weil ich finde, das gehört auch ein bisschen unterstützt. Ja. Und ich bin eh davon so ein Freund. Hm. Und deswegen. Ja, das war übrigens interessanterweise bei uns immer schon so. Er hat früher auch in Burning Crusade, haben wir dann mal während der Abi-Zeit zum Beispiel, haben wir ein Jahr LAN bei ihm gemacht. Da habe ich ein Jahr bei ihm gewohnt. Okay. Das war auch verrückt eigentlich. Und, also inoffiziell, aber da hat halt keinen gejuckt halt so, ne? Und dann hat er immer Black Temple geradet und ich habe dabei BGs gefarmt und Arena gemacht. Das war wirklich schon damals schon so. Das hat sich immer so durchgezogen. Er hat immer PvE gemacht. Also er hat natürlich auch öfter mal mit mir World PvP gemacht.
Aber ich habe nie so krank PvE gemacht wie er quasi so, ja. Ja, und ich finde halt einfach, wenn das halt zusammengenommen wäre, hätte man dann eine ziemlich geile Community. Und was ich halt finde, man sieht, wenn er streamt, dann sind teilweise 20, 30 Leute online. So, und an den Streamtagen, wo du dann streamst, springen die Leute von ihm ab und kommen zu dir. Ist mir letztens wieder aufgefallen. Oh, echt? Das waren bei ihm knapp 30 Leute, haben zugeschaut. Ja. Du hast geschrieben, dass du online gehst. Und ich glaube, am Ende haben bei ihm noch 12 oder 13 zugeguckt. Und ich bin mir fast sicher, dass die Differenz zu dir abgewandert ist. Oh, okay. Das habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet. Hm. Und das heißt ja eigentlich, dass bei ihm viele Deutsche gucken, obwohl er halt auf Englisch streamt. Das ist ja jetzt nicht so. Genau, das weiß er auch. Genau, er hat so eine. Okay. Ja. Und deswegen denke ich mir halt auch einfach, er würde vielleicht noch mehr Leute auch ansprechen, wenn er das Ganze dann auch Deutsch machen würde, weil seine englische Community ist anscheinend ja nicht so groß. Und, ja. Ich mag aber unglaublich gerne, wie er streamt. Und, also Timo Weiß ist halt auch so. Wie bitte? Ich habe es ihm halt auch schon geschrieben und du hast ihm ja auch schon oft genug gesagt. Er will es einfach nicht, muss man ja auch respektieren. Aber ich finde halt, zusammengenommen wäre das halt eine richtig geile Runde. Ja, das stimmt. Habe ich mir auch schon auch gedacht, weil dann könnte man auch in-game dann Events zusammen machen und so weiter. Genau. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf die Surfer, ganz kurz, weil wir sind jetzt doch ein bisschen abgeschweift. Ja, genau, stimmt. Habe ich da einfach gemerkt, dass mich das stören würde, wenn wir internationale Surfer hätten. Das würde mich einfach stören. Ich hoffe halt wirklich, dass sie das nicht machen. Und ich glaube aber auch, wenn man sich die Zahlen anguckt von den Leuten, die Classic spielen wollen, kommen sie fast gar nicht umhin, nur deutsche Surfer zu machen. Und auch die Community würde es gar nicht wollen. Ja, ich glaube auch, die Community würde das gar nicht wollen. Warte mal, ganz kurz, ich muss gerade mal gucken, wie dieser Streamer heißt. Genau, Johnny, kennst du vielleicht auch? Ja, Johnny C. Derb, genau. Der hat ja auch einen Beta-Key bekommen, ne? Den kannte ich jetzt vorher auch nicht. Genau. Haben mir nur einige geschrieben, der hat einen Beta-Key, guck da mal vorbei und dann kann ich jetzt vorher. Genau, den finde ich von den deutschen Streamern mit Beta-Key eigentlich noch den angenehmsten. Mhm. Barlow. Mhm. Die zwei gucke ich jetzt eigentlich am liebsten. Ja. Und er hatte was gesagt, weil ich ihn auch mal gefragt habe, ob er irgendwie was mitbekommen hat, wie viele Surfer live kommen für Deutschland. Und er hat gemeint, er hätte mitbekommen, dass es wohl 10 Surfer sein sollten. 4 PvP, 4 PvE, ein RP-PvE, nee, genau, 8 Surfer sollten es dann sein. Nee, 10, doch 10, genau. 4 PvP, 4 PvE, ein RP-PvP und ein RP. So viele, nur für Deutschland, ehrlich, ja? Das hatte er so gesagt gehabt, aber er hat gesagt, er kann sich auch täuschen, es könnten auch 8 Surfer gewesen sein. Also 8 bis 10. Und aber er war sich, nehme ich jetzt aus der Aussage, relativ sicher, das ist genau dass auf jeden ist. Fall deutsche Server kommen werden, ja? Genau. Krank, okay. Also ich sag mal so, wenn natürlich keine kommen, bin ich natürlich mit meiner ganzen Geschichte auch ein bisschen angearscht, ne? Weil dann wird sich das wirklich langfristig jetzt nicht so eine Hardcore. Das wäre sogar für mich wirklich ein Punkt, wie zu sagen, boah, dann gehe ich vielleicht doch lieber wieder auf den Private Surfer. Weil einfach, es sind jetzt wieder Vorurteile und sowas, aber ich merke es ja bei Retail, es ist einfach, wenn du mit Russen oder sowas spielst, die haben eine andere Zockmentalität teilweise da einfach in den Gruppen. Ach so, das ist ja auch interessant, weil du bist ja auf einem deutschen Private Server jetzt, ne? Genau. Ja, und ich habe ja nämlich immer auf internationalen Private Servern gespielt, ne? Ja. Noch Teilhöhe habe ich ja gespielt, Elysium und so weiter. Das habe ich auch mal probiert, aber das Geflame auf den internationalen Private Surfern ist ja gestört. Ja, es ist eine andere Art von WoW auch nochmal. Ne? Das ist auch nochmal was anderes quasi. Nochmal eine andere Version. Also es ist auch interessant. Ne? Jeder Server hat auch so seine Eigenarten. Und ich bin auch jetzt langfristig, weil ich natürlich auch die ganzen Leute aus der internationalen WoW Classic Community so ein bisschen kenne, auch froh, dass ich da dann mit einigen Leuten nicht mehr, also dass da viele Leute nicht auf den deutschen Servern sein werden, wenn welche kommen werden. Weil die quasi dann so EU am Start sein werden, also wirklich diese ganzen Tryhard-Gilden und so weiter. Die wirst du jetzt wahrscheinlich nicht kennen, so, aber das war wirklich schon sehr eklig, was die da zum Teil gemacht haben, weißt du? Also, das glaube ich halt auch. Also, obwohl ich es auch gar nicht verstehen kann, wie du bei Classic so rein Tryhard, weil alle Bosse sind ja eigentlich bekannt. Also das ist dann so wirklich so dieses No-Life-Ding, weißt du? Sind dann so Leute, die wollen absolut immer nur das Maximal aus jedem Shit rausholen und dann ging es dann nicht mehr darum, wer Molten Core cleart. Sondern in welcher Zeit klebt man Molten Core? Weißt du, dann geht mit den Speedruns los und so weiter. Und ich denke, das wird wahrscheinlich langfristig auch eine Entwicklung sein in WoW Classic, dass dann so die guten Gilden gucken werden, man Speedruns macht halt, ne? Ich meine, mein Gott. Sogar tunen. Also auf dem Private Server, wo ich halt spiele, da sind die Bosse teilweise getuned.
Ja, wird man gucken, ob sowas dann auch kommt irgendwie, ne? Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil ich meine, mein Gott, es gibt ja auch auf Twitch riesige Kanäle, so Games Done Quick oder so, kennst du den zufällig? Wo so Retro-Spiele schnell durchgespielt werden, so Time-Runs und so weiter. Finde ich nicht so schlimm. Weil ich meine, das finde ich nämlich eine coole Mechanik, wie man alten Content auch wieder interessant gestalten kann. Ja, dann hat man so dieses Retro-Feeling, die Leute, die es entspannt spielen wollen, können es entspannt spielen. Und die Leute, die irgendwie noch Competition haben wollen, können es ruhig machen. Aber was mich halt so gestört hat, war auf den internationalen Servern eigentlich auch ein anderer Punkt noch. Und zwar, dass es einfach unpersönlicher war. Ne? Du hast es immer wieder gemerkt, dass die Leute dann doch wieder in ihre Sprachbarrieren zurückgefallen sind, in ihre eigenen. Wir hatten da auch mit Timo jetzt auch mehrere Jahre verschiedene Gilden. Und am Ende des Tages war es dann halt wirklich immer so, dass es oft dann irgendwie irgendwas passiert ist so und dann ist der eigene gegangen, das war dann eine Schwede und dann sind 5 andere Schweden auch gegangen oder so, weißt du? Also da sind dann quasi, da haben sich immer wieder so Untergrüppchen gebildet. Und das war alles cool so, hat auch Bock gemacht, aber das hat immer so ein bisschen an der Gildenloyalität, finde ich, die hat immer ein bisschen darunter gelitten. Und du hast echt gemerkt, so auf Privatservern, auf EU-Privatservern, weil die Leute auch nichts dafür bezahlt haben dann auch, haben die Leute, das war nicht so, also dann sind die halt gequittet und sind in eine andere Gilde, weißt du? Du hattest nicht so einen großen Serverruf, ne? Nee, und das ist ja gerade das Tolle eigentlich an Classic auch, ne? Dass dann wirklich irgendwann mal jeder jeden kennt. Und, ne? Also so internationale Privatserver müssen echt nicht mehr sein. Internationale von Blizzard bezahlte Server gehen vielleicht noch, weil die Leute da immerhin auch Geld für bezahlen müssen, ne? Da werden sie nicht so viel Scheiße bauen. Aber ja, wenn dann, deswegen fand ich es nur ganz interessant, weil du ja dann quasi die Erfahrung nicht hattest. So, ne? Wenn ich jetzt an BFA denke, da kannst du ja auch schon mit Russen, Spanien und bla bla bla. Ist ja alles connected sogar. Stimmt. Also da ist es einfach so, du suchst dir eine Gruppe und auf einmal wirst du in eine Gruppe eingeladen und das sind dann 4 Russen. So, ist ja nicht dran. Aber die weigern sich dann, Englisch zu schreiben, sondern schreiben nur ihren kyrillischen Shit. Ja, und ja. Und dann sag ich so, dann schreibe ich schon extra, sorry, aber bitte kein Kyrillisch, ich kann Kyrillisch nicht lesen. Naja, dann kommen irgendwelche Zeichner. Und die machen halt einfach weiter. Und oder dann auch mit Franzosen. Und ja, das ist dann halt einfach doof. Und genau darauf habe ich keine Lust. Ich habe dann keine Lust, auf einen internationalen Server zu spielen, wo dann andauernd die Leute meinen, ihre eigene Sprache ist ja schön und gut, aber deswegen will ich distanzierte Surfer, da können sie ihre Sprache schreiben. Ja. Ich bin eh ein bisschen ein Freund davon, die Muttersprache ein bisschen zu verteidigen, weil was mich ein bisschen stört in WoW, dass es halt wirklich so gehatet wird, das Spiel auf Deutsch. Klar, so manche Sachen einfach scheiße übersetzt. Mhm. Ich habe auch schon oft genug auf Englisch gespielt. Aber es ist trotzdem, es ist jetzt nicht trotzdem, es macht so schlimm, es mehr Bock, wenn man, es ist halt einfach so, also. Ja, die Community ist einfach noch enger aneinander, finde ich. Ganz genau. Und ich bin auch so ein Typ, ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ, der irgendwie gegen Internationalität ist und so weiter, ne? Aber irgendwie muss ich auch sagen, nach so vielen Jahren auf EU-Servern habe ich auch mal wieder Bock, einfach nur auf nationaler Ebene halt den Shit zu machen. Ist es halt auch bei mir so, ich habe auf der Arbeit schon viel mit Englisch zu tun. Ja, genau, ist auch einfach chilliger, ne? Ist entspannter. Ne, genau, so, und dann will ich zu Hause mich nicht auch noch damit rumquälen. Genau, dann noch vor jedem Wort oder vor jedem Satz, den man schreibt, irgendwie immer noch denken, okay, was heißt das jetzt auch da? Und ja, genau. Und verstehen kann ich Englisch also das ist jetzt nicht so das Thema, aber zum Beispiel bin ich auch, ich habe einfach eine Rechtschreibschwäche in Deutsch so und die kommt aber auch in Englisch dabei raus. Obwohl Englisch sogar verhältnismäßig noch ganz gut ist beim Schreiben, aber trotzdem fällt es mir nicht leicht, das zu schreiben. Genau, und dann hast du dann keinen Bock, dich damit auch noch dazu zu beschäftigen. Und wenn ich dann Feierabend mache und auf der Arbeit schon auf Englisch schreiben musste, E-Mails und sowas, und dann habe ich keine Lust, das dann zu Hause auch noch stundenlang zu machen. Ja. Und deswegen ist das für mich, also das wäre wirklich ein Punkt, an dem ich zu knabbern hätte und ein Problem hätte, wenn wir internationales Server bekommen. Genau, ich hoffe es auch, weil guck mal, ich habe es sogar schon weiter gedacht, wenn nur angenommen, es würden jetzt wirklich nur, 10 Server vor Europa kommen, ne? Dann wäre es ja so, würde trotzdem wahrscheinlich reine deutsche Gilden zum Beispiel geben. Ne, wir würden da ja dann hingehen mit unserer Gilde, ne? Ja. Und das würde ja eigentlich dazu führen, dass auf dem Server dann am Ende auch nicht eine Community ist in dem Sinne, sondern wieder viele verschiedene kleinere Communities nur in ihren Gilden, weißt du? Und wenn du leveln willst und deine Gilde keine online ist, dann musst du doch wieder aufs Englische zurückgreifen. Genau. Oder mit kyrillischen Sachen probieren zu enden. Genau, oder weißt du, oder wenn irgendwelche Server-Events sind, so weißt du, kannst du dich auch nicht mit anderen dann irgendwie
kommunizieren, wie man das macht und so weiter, beim Akku-Event zum Beispiel, ne? So viele Sachen einfach. Also ich würde es auch befürworten, wenn man wirklich es irgendwie versucht hinzubekommen, dass man nationale Server bekommt. Aber von mir aus dann auch weniger, nicht... weißt du? Genau, ist ja logisch, ne? Aber halt, das ist irgendwie möglich, es muss irgendwie möglich sein. Server verlangen doch, also bitte. Genau, 3, also 3, 1, 1, fertig. Bei 80 Millionen Deutschen glaube ich schon, dass aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kriege als mehr mit, dass die Leute schreiben, oh, sie haben Angst, dass es internationale Server gibt, aber hätte mich das jemand vor einem halben Jahr gefragt oder vor ein paar Monaten noch, hätte ich gesagt, nein, Blizzard wird das niemals machen, die bringen zu 100% deutsche Surfer. Ja, ich hab kommt gerade so eine Angst auf, so eine Welle, die ich gerade auch mitbekomme bei verschiedenen Streamern. Ich habe da gar nicht, hab da gar nicht so drüber nachgedacht. Für mich war das irgendwie so logisch, genau, weißt du? Genau, selbstverständlich, dass deutsche Surfer kommen. Vielleicht geht das ja vielen so, weißt du, dass sie alle haben so gedacht, so, ja, ich fange dann auf dem Deutschen an und so und dann irgendwann so, ja, aber kommen denn überhaupt Deutsche, weißt du? Ich glaube halt wirklich nicht, dass sie das bringen. Also das kann vielleicht, ich nicht. Vielleicht sind das ja auch wirklich Dinge, die sie jetzt gerade herausfinden, weißt du? Das kann sein. Wo sie schauen. Ich habe mich schon gewundert, dass die Beta international ist. Also da dachte ich mir vielleicht auch, gibt es vielleicht einfach nur einen Beta-Server oder so auf Deutsch. Ja. Aber obwohl die Beta-Invites eh noch sehr gering sind. Ich habe ja einfach mal probiert, was da so geht und habe mich mit einem Blizzard-Mitarbeiter unterhalten dann. Hab dann angerufen. Und das Witzige war halt, im Endeffekt habe ich, glaube ich, 30 Minuten mit ihm telefoniert, weil er mir dann noch Sachen von sich erzählt hat, weil er mir dann noch erzählt hat, dass er ja mal in die Beta reinschnuppern konnte jetzt, damit sie halt auch wissen, wovon sie reden. Ja. Er hat einen Hunter probiert und er freut sich schon drauf, wie viele Leute wieder ausflippen, wenn sie kein Fleisch mehr haben und die Hunter-Pets ihnen wegrennen. Und er hat ja wirklich angefangen, mit mir über WoW alles zu babbeln, sodass wir wirklich 30 Minuten lang telefoniert haben. Ja. Soll er mal angerufen, weil irgendwo die im Internet die Telefonnummer rausgesucht oder wie? Ja, du kannst ja ein Ticket öffnen. So, und dann kannst in-game. Du ein Ticket. Okay. Nee, nicht in-game. Einfach über deinen Account. Also beim Blizzard. Über den Launcher, genau. Mit Account. Und dann kannst du da ja ein Ticket machen. Und dann habe ich um einen Rückruf gebeten. Und es kam auch wirklich 5 Minuten später, kam dann ein Anruf von einem Blizzard-Mitarbeiter. Frag mich, wie viele da angerufen haben. Sehr viele Woche. Bestimmt. Aber er hat sich wirklich viel Zeit genommen und hat sich ja dann auch noch mit mir so unterhalten. Und der hat mir halt auch gesagt, dass es halt sehr wenig Anmeldungen gibt, weil ich dann auch gemeint habe, ja, und ich hätte halt so viel Interesse, ob da irgendwas geht. Ich wäre auch, also ich würde auch viel Rückmeldungen geben, wegen Bugs etc. Ja. Ich bin da wirklich sehr aktiv. Und dann sagen sie alle. Nee, er hat dann wirklich gesagt, er hat mit vielen Entwicklern gesprochen und denen geht's gar nicht wohl um die Bug-Rückmeldung. Das kriegen sie wohl durch ihre Server, die sind wohl so gut geschrieben, dass diese Bugs, die auftauchen, die sehen die. Das wird ausgefiltert und das fällt denen direkt auf. Darum geht es denen gar nicht. Sondern? Es geht denen um das Ganze verbreiten. Feedback wahrscheinlich eher so, ne, wollen die haben. Also Feedback und vor allem, sie haben jetzt extra wohl so wenig Beta-Keys nur rausgerückt, dass der Hype noch größer wird. Dass der Hype noch mehr ansteigt. Also er hat auch gemeint, es gab wohl früher schon ein Influencer-Programm bei denen. Also richtige Insider-News hier gerade, ey. Hau mal raus. Ja, und mir erzählt, ne, hat er gemeint, und das Programm inzwischen ist halt gekoppelt mit YouTube und Twitch. Ja, macht auch Sinn, okay. Genau. Und das war halt früher nicht so. Früher konnte man sich da eintragen, weil er hat auch gemeint, ich hab dann gemeint, ja, kann ich mich da irgendwie eintragen? Ich habe da zwar noch nicht so wirklich was, aber kannst du mich nicht in die Liste schreiben? Nee, wir gehen auf dich zu wahrscheinlich, ne, oder? Ganz genau. Und er hat halt gesagt, früher war das wirklich so. Früher konnte man die Leute auf die Liste eintragen. Und er hat dann auch für mich extra nochmal geguckt und hat gesagt, nee, und inzwischen gehen die wohl, ab 5-stellig kommst du wohl in einen anderen Lostopf. Was jetzt genau mit 5-stellig gemeint ist, bei YouTube, Twitch zusammen. Hallo, oder so, ne, okay. Genau, also was da genau gemeint ist, weiß ich nicht. Ja, das ist dann das Mikro-Influencer kann man da schon, ich bin ja auch lustigerweise in der Branche so ein bisschen, ne, so Mikro-Influencer-mäßig. Aber 5.000, gibt es ja schon viele Partner, die haben auch so nur in Anführungszeichen 5.000. Hallo, auf Twitch zum Beispiel, ne? Ja. Genau. Ja, 5.000, soll ja 5-stellig sein, nicht 5.000. Ach so, jetzt habe ich gerade hier, was, ja. Also das heißt, was sind dann 5-stellig, ist dann 10.000. Oh, stimmt, 10.000, ja, da gute Nacht, Mathe-Skills und am Start. Ah, okay, aber weil, hat dieser Johnny, hat der nicht unter 10.000? Nee, hat er mehr, ja? Der hat ja auch schon mit Blizzard zusammengearbeitet halt, ne? Also der wird ja auch regelmäßig auf diesem Beta-Client, auf dem Blizzard Battle.net Launcher
wird ja regelmäßig angezeigt, wenn der streamt. Ah, okay. Ah, okay, interessant. Okay, ja. Also, okay, gut, dann also ab 10.000 so ist man. Genau, dann kommst du halt einfach in diesen anderen Lostopf, wurde halt gesagt. Und er hat halt zu mir am Telefon gesagt, dass es halt wirklich nur darum geht, das Ganze zu hypen, dass es noch mehr in den Nachrichten, Anführungszeichen, kommt und noch mehr Leute da einschalten. Man sieht ja auch die Klicks, die wo die Beta-Keys haben, was die an Klicks und was die gerade an Geld verdienen, ist ja jenseits von Gut und Böse zum Normal-Content von denen. Das, was ich. Ach so, von den Streamern meinst du jetzt, ja? Was genau. Die gehen ja was, durch die was ich nur kurz anmerken wollte, das hat nämlich Siren ja auch live irgendwann mal gesagt, als ich mal bei ihm zugeschaut hatte, dass wirklich, was, weil du mit dem Lostopf gerade, ne, dass wirklich auch nicht jeder von denen, die schon mit Blizzard Connections hatten, hat auch ein Key bekommen. Sondern da gab es auch nochmal ein Auswahlverfahren. Genau, das hat er auch gesagt. Okay. Dass das irgendwie auch so eine gewisse Anzahl dann irgendwie ausgelost wurde, wer jetzt quasi von den Streamern welche bekommen hat. Von den, weil ja, da gab es auch mehr, als die rausgeben wollten, ne? Ja, klar. Nee, und das habe ich dann halt nur gesehen und er hat dann halt auch gesagt, und denen geht's halt wirklich, die wollen Hype gerade entstehen lassen, was sie auch schaffen. Also ja, das schaffen wir echt, das kann man schon, auch jetzt so die amerikanischen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, was da gerade abgeht, ne? Also verfolgst du auch so ein bisschen S-Fan-Tipps-Out so, oder? Tipps-Out habe ich gesehen, S-Fan habe ich auch gesehen, aber die habe ich jetzt nicht so viel geguckt, wenn ich da ehrlich bin. Also S-Fan, den gucke ich nicht. Ja, also ich habe jetzt persönlich, dadurch halt auch selber live gehe, dann immer, kann ich eh auch nicht so viel gucken, aber man verfolgt natürlich schon, wie sich die Viewerzahlen verändern bei denen, und das ist halt schon krank, ne? Ja, ich habe halt gesehen, also, was die ersten Tage allein verdient haben. Ja, also das ist halt von Gut und Böse, ne? Ist natürlich die Frage, wie lange es halten wird. Live, Leute. Genau, ich denke, es wird rapide abfallen. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass die Leute irgendwie dann kommen. Und dann irgendwie wird wieder dem Sinn, natürlich wird weniger werden, aber ich glaube, die viele, die sich für Classic interessiert haben, hatten einfach jetzt nicht so einen großen, sagen wir, professionellen Streamer, den sie halt auch verfolgen konnten, der auch wirklich Classic-Content gebracht hat, weißt du, weil die durften das ja alle nicht mehr. Ich glaube, das wird schon noch jetzt gut bei denen durchgehen, so, aber natürlich wird es auch irgendwann dann nicht mehr so mega krank. Ja. Ne? Aber Alu hat mich auch überrascht, was der an Zahlen teilweise raushaut. Ich glaube, heute Morgen schon wieder 1700 oder sowas, also. Oh, okay. Den habe ich auch noch nie geschaut, tatsächlich. Echt? Ja. Nee, also ich kenne ihn noch früher von Elimania und so weiter, ne? Mhm. Aber das kommt doch einfach daher, dass ich damit beschäftigt bin, selber Videos zu machen, und dann kann man leider nicht mehr so viel schauen. Das ist so der Nachteil, wenn man mit Twitch anfängt, dann kann man nicht mehr so viel selber schauen. Das ist halt ein bisschen schade. Was bei mir jetzt, seit die Beta ja rausgekommen ist, hatte ich ja jetzt eine Rückenentzündung und war deswegen krankgeschrieben, und dann hast du mal ein bisschen Zeit, da mal ein bisschen durchzugucken. Richtig durchgesuchtet. Ja. Halt einfach mal ein bisschen immer mal Twitch nebenbei laufen lassen. Ja. Und dann hat man halt auch gesehen, was da wer wie viel da wirklich macht und wie viel reinsteckt und wie es halt auch ankommt. Ja, geil, ey. Das finde ich auch cool. Auch das, hast du bei Stevenio auch mal reingeschaut? Stevenio habe ich auch viel reingeschaut, ja. Fand ich auch, das war ich auch so cool. Haben viele reingeschrieben, ja, Stevenio, bist du denn jetzt öfter live und so? Krank so, ne? Und dann eher so, ich bin jeden Freitag live, so, weißt du? Also, man hat so gemerkt, viele Leute haben einfach, sind jetzt erst wiedergekommen, ne? Weil die vorher einfach gar kein Interesse mehr hatten. Und, ja, ich glaube, auch Barlow hat ja früher viel gestreamt, aber den kannte einfach, also von Classic war da noch ein Name. Ja, also genau, viele verbinden die einfach mit WoW Classic. Ich wusste nicht, dass der jetzt noch spielt. Genau. Und, ja. Genau, das ist auch krass so, ne? Wie lange eigentlich auch die Leute sowas halt immer noch mit den Leuten verbinden halt so, ne? Also bei Stevenio gerade, der war ja so ein Name der deutschen WoW-Szene, das ist auch echt cool, dass er einen Key bekommen hat, das finde ich auch echt cool. Ja, wie gesagt, es macht gerade mega Bock, ey. Wir müssen jetzt nur langsam zum Ende kommen, weil sonst wird die Folge viel zu lang. Wir können echt nochmal so, wir können eigentlich nochmal morgen oder übermorgen nochmal eine Folge machen, dann über die aktuelle Beta und so weiter. Können wir gerne nochmal machen. Ja. Ich meine, wir haben ja heute den Stresstest, ne? Bist du da eigentlich auch eingeladen? Ja, ich hab ihn auch, ja. Also guckst du dir mal an, oder? Auf jeden Fall, ich werde die 2 Stunden, oder was es da sind, 3 Stunden, werde ich auf jeden Fall da sein. Ach, direkt heute Nacht, oder machst du morgen mal? Ja, morgen ist der doch gar nicht mehr, der ist doch, ich habe doch hier hinten mal extra nämlich mal gegoogelt, ist doch nur 3 Stunden. Also ich habe jetzt aber mitbekommen, man kann auf jeden Fall danach dann noch einen Tag lang online sein auf dem Server. Echt? Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob in diesen 3 Stunden irgendwas passiert, was sich jetzt krass unterscheidet von dem restlichen Tag dann, aber ich weiß es nicht genau, ob ich mir das gebe, wenn, aber du bist dabei heute, ja? Auf jeden Fall, machen wir vielleicht ein spontanes Event, dann gehe ich live, dann quatschen wir ein bisschen, können wir überlegen. Überlege ich mir nochmal. Hier steht, ich habe es mir nämlich heute Morgen extra noch durchgelesen. Ja. Hier steht, bei uns ist der Stresstest nur von 1 Uhr nachts bis 3 Uhr nachts. Oh, okay. Also so steht es jetzt hier auf Buffett. Steht das auf Deutsch oder wie?
Ja, auf Deutsch, Buffett, ja. Ah, na gut, dann überlege ich mir, das können wir gleich nochmal bequatschen. Ja. Aber lass jetzt lieber langsam zum Ende kommen von der Folge. Ich wollte noch zwei Dinge fragen. Und zwar das eine war, du warst jetzt noch gar nicht so zum Ende gekommen. Was war denn dann so das Fazit von mit dem Ja, Blizzard-Mitarbeiter-Gespräch? er hat halt gesagt, also er kann halt leider gar nichts mehr machen. Ja. Und es geht gar nicht darum um die Rückmeldung, es geht nur um den Hype und halt den Stresstest extra, um zu gucken, wie die Serverbelastung ist. Ja, ah, Aber okay. es bringt halt wirklich, ist jetzt nicht so, dass die jetzt Leute daran haben wollen, das interessiert die gar. Ah, genau, was vielleicht noch wichtig ist, was er mir gesagt hat, wonach auch Beta-Keys verteilt werden, das hätte ich niemals gedacht. Die sehen durch deinen Account, was für ein Computer du hast. Also wie leistungsstark dein Computer ist. Ja, das Und habe ich mir dann schon gehen sie, gedacht. Ja. dann verteilen sie Beta-Keys zum Beispiel auch an die unteren Anforderungen. Sie sagen dann zum Beispiel, Echt? die sagen eigentlich mit der Grafik, Ah. du brauchst mindestens so und so schnellen Arbeitsspeicher, so und so guten Prozessor, so und so eine gute Grafikkarte, um das Spiel zu spielen. Aber um das auch wirklich gegenprüfen zu können, geben sie dann Ah. 500 Leuten, die das nicht haben und einen schlechteren PC haben, geben sie dann einen Beta-Key, um zu Ja. gucken, wie gut können die spielen. Also Und dann machen Leute. das Gleiche auch noch mit guten PCs. Und natürlich, er hat mir gesagt, auch mit mittleren, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob Ja. das wirklich so ist. Aber es geht Also. wirklich auch nach der Rechenleistung des PCs. Also Leute, wenn ihr einen richtig dreckigen Rechner habt, zu Hause rumstehen, schließt ihn an. Ja, Meldet euch für wirklich. die Beta an. Dann habt ihr vielleicht gute Chancen, da in eine Randgruppe zu Ich fallen. glaube, bei dir im Channel war es oder so, hat einer, nee, in einem anderen Twitch-Channel hat einer geschrieben, sein 82-jähriger Vater oder so hat einen Beta-Key bekommen. Echt? Ja. Wheelchair Gaming, ey, da werde ich auch irgendwann am Start sein. Ne? Ja, geil, ey. Ja, genau, das war ja auch in der allerersten News, wie ich auch ein Video drüber gemacht hatte. Da stand ja auch drin, sie wollen auf den Beta-Servern ein möglichst breites Spektrum an verschiedenen Leuten haben. Ne, die wollen ganz viele verschiedene Leute haben. Und deswegen, weil jetzt auch viele immer so sagen, na ja, die Leute, die schon 2005 in der Alpha einen WoW-Account haben, die werden auf jeden Fall Zugang bekommen. Und da haben auch einige Zugang von bekommen. Aber ich glaube, die wollen wirklich echt so komplett durch die Spielerbase durch, weißt du, Leute Man muss einladen. auch sagen, viele, die einen Alpha-Key damals bekommen haben, die wurden auch zu größeren Nummern über die Jahre. Ist einfach so. Ah, okay. Barlow und sowas, die hatten ja auch damals einen Alpha-Key und irgendwie, die haben sich ja so etabliert. Also, Die eh einen haben, so eine Art dann. Also genau, also jetzt, die haben ne? halt Okay. eh diesen, eine andere Nummer, die sind Ja. halt schon eine Größe. Muss man einfach, ist einfach Ja, so. genau, das ist ja Und, auch, haben sich auch erarbeitet, so, ne? Ja, genau, und deswegen, also was ich ja eigentlich jetzt auch sagen wollte, wegen diesem Server-Talk. Also der Mitarbeiter hat gesagt, er kann da nichts machen und er hat ja einfach nur ja, ein bisschen sowieso. Einblicke Ja, gegeben, ne? Genau. genau. Weil ich auch glaube, dass sie jetzt quasi auch herausfinden möchten, wie die Nachfrage ist so und dann auch dementsprechend, glaube ich, auch vielleicht vorher noch keine genaueren Infos geben wollten, wie viele Server kommen und wo und so weiter, damit die Leute danach nicht enttäuscht sind, weißt du, wenn das nochmal ändern müssen, ne? Denke ich mir so. Weißt Und du das. eigentlich, beim Stresstest hat jeder einen Invite bekommen? Oder wurde auch nochmal Nee. ausgelöst? Nee, ich habe jetzt von einigen in der Gilde bei uns schon gehört, die haben keinen Invite bekommen. Ah, krass, Die, okay. Ich dachte, obwohl das die, würde ja. jeder wirklich für einen Stresstest eingeladen. Nee. Vielleicht, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Da sind vielleicht so viele interessiert, dass noch nicht mal jeder rein kann, so in der Art, ne? Und darum, weißt du, und ich glaube, die werden dann, darum, wenn ihr, oh gut, das Video wird erst in einer Woche online kommen, ist eigentlich Latte, aber dann ist es eigentlich im Grunde genommen positiv, wenn sich jetzt auch viele Leute aus Deutschland da interessiert zeigen, denke ich mal. Weil die dann auch sehen, oh, guck mal, hier in Deutschland haben wir die und die Nachfrage vielleicht, ne? So ein bisschen kann ich mir schon vorstellen, so. Ja. Ja, muss man mal schauen. Ja, dann wollte ich noch eine Sache sagen, und zwar, weil das vorhin ein bisschen aufgekommen war mit Timo und mit Mosen, weil den ja sicherlich auch einige schauen, so. Das ist halt auch nur, damit das jetzt nicht so irgendwie falsch verstanden wird, dass die Leute jetzt, weil du vorhin meintest, so, wenn ich live gehe, gehen alle zu mir und so. Nicht alle, nee, aber man merkt halt, dass auf einmal bei ihm was abfällt und bei dir was steigt. Ja, genau, aber ich denke, das ist auch ganz natürlich. Das ist sicherlich auch manchmal andersrum so. Und Das ist aber aber auch das. so, glaube ich, weil du weniger streamst. Ist einfach so. Also Ja, gut, das stimmt, bei ne? Er mir ist macht zum ein Beispiel bisschen auch so, mehr. ich bin auch jemand, ich habe dann öfters mal zu dir gewechselt, aber nicht, weil ich ihn weniger mag oder dich mehr Sondern mag, weil ich einfach sondern nicht so einfach, oft, ja. weil, genau, weil du einfach nur deine Genau. paar Tage hast. Er streamt fast Genau. jeden Tag. Und wenn ich ihm dann schon 2 Stunden Ja. nur so zugeguckt habe und du kommst dann online, dann wechsle ich halt mal zu dir rüber und guck Genau. mal, was bei dir so geht. Genau, da wollte ich auch nur noch zu dem Thema sagen, dass ich halt auch mit Timo schon oft geredet habe und er da halt auch schon oft drüber nachgedacht hat, ne, mit diesem Wechsel. Nur man muss einfach auch wissen, wir haben quasi auf Privatservern mehrere Jahre mit
vielen Leuten zusammengespielt, die immer noch in seiner Gilde sind aktuell. Ne? Also da sind Schweden dabei, da sind Dänen dabei, mit denen wir jahrelang da gespielt haben. Und er halt auch einfach mit diesen Leuten weitermachen möchte, ne? Ja, klar, kann ich auch komplett verstehen. Also. Ne? Und das wollte ich nur noch mal so zur Info sagen, halt, dass aber ich das trotzdem genauso wie du sehe eigentlich, dass ich da ein riesiges Potenzial auch einfach sehe, ne? Da bin ich einfach so ehrlich. Im deutschen Markt gibt es nicht so viel Konkurrenz in dem Sinne, wenn man das wirklich mal so betrachtet. Eigentlich gar keiner. Also das sage ich auch, habe ich zum Arbeitskollegen habe ich gesagt. Ja. Die Leute feiern zurzeit die deutschen Streamer, die da das Ganze, die Beta jetzt live machen. Aber ich habe gesagt, die, wo eigentlich richtig Plan von Classic haben, haben kein Beta-Key bekommen. Ja, ja, genau. Die Deutschen, meiner Meinung nach, bist nur du und Mosen, die da richtig in der Classic-Szene vertreten jetzt über zig Jahre lang waren. Ja. So, der Rest weiß eigentlich gar nicht so viel, auch wenn ich mehr als den Johnny, ich gucke ihn zwar ganz gerne, aber er sagt viel Falsches, in Anführungszeichen, was halt einfach inzwischen halt nicht mehr so ist, wo auf dem Parameter das ganz klar ja, so ist. Das, genau, das kritisieren auch, schon ganz anders auch viele, kann ich, also das stimmt natürlich auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass natürlich jetzt eine Firma wie Blizzard, die kann natürlich das auch nicht riechen, so, ne? Also die kann das ja auch nicht wissen. Und moin Purex, wir nehmen gerade ein Video auf zu deiner Info. wir sind mal gleich fertig. Die Leute haben sich das ja auch lange erarbeitet, ne? Also es ist ja auch alles gut. Sie haben es ja auch verdient. Genau. Es also ist halt nur einfach so, dass ich es halt schade finde, weil ich glaube, du und Mosen könntet ganz anders nochmal Sachen wiedergeben und auch den Streamern vermitteln, den Followern vermitteln mit einem Beta-Key. Und natürlich kann Blizzard es nicht riechen, aber schade ist es trotzdem. Genau. Also da bin ich jetzt auch nicht verbittert oder so, mein Gott. So lange ist auch nicht mehr hin bis zum Spiel. Das ist halt einfach so, ne? Also es ist, wird nach Reichweite geguckt und natürlich auch nach, ob man schon Partner ist auf Twitch, ob man irgendwie schon Kooperationspartner hat und so weiter. Und da ist auch jahrelange Arbeit drin und so weiter. Und das ist, ja, ist halt so, wie es ist einfach. Ne? Ja. Nee, aber wie gesagt, ich meine, man kann ja auch mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird, so, ne? Also, vielleicht, wir haben jetzt auch, ich und Timo, wir machen jetzt auch mehr zusammen. Wir haben jetzt gestern, glaube ich, noch zusammengesetzt und zum Beispiel kann man ja auch schon mal ankündigen, auch eine Art Streaming-Partnerschaft auch so gegründet. Wir haben zum Beispiel jetzt in unseren Streams immer Team No Life hinten drin stehen und einfach irgendeinen Namen ausgedacht, zur Info mal, wo wir dann auch noch andere WoW Classic-Streamer mit reinholen wollen, weißt du, langfristig. Mhm. Man sich halt das finde ich auch eine sehr gute Idee. Also genau. Und er hat ja auch einen deutschen Kanal, ne? Er macht ja auch deutsche Videos. Nur bei ihm ist es halt noch nicht so eindeutig in eine Richtung, aber mein Gott, wenn er das so machen möchte, dann respektiere ich das auch. Und wer weiß, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und das ist auf jeden Fall auch noch viel möglich und ja, muss man mal schauen einfach. Ja. Ich finde auch, also ihr beide macht jetzt auch nicht so krass viel Content, dass man nicht hinterherkommt. Aber alle paar Wochen, also ich merke das jetzt natürlich jetzt mit, wo ich krankgeschrieben bin, oder da ist es halt einfach so, da guckt man sich dann ein bisschen öfter die Videos an und denkt sich so, Mist, jetzt könnte doch mal wieder was Neues kommen. Aber wenn man ganz normal arbeiten geht, dann kamen eigentlich die Videos nur im guten Abstand, sodass ich eigentlich bei euch hinterher sein konnte, alles mitgekriegt habe, aber es jetzt nicht so war, dass ich da komplett überschwemmt wurde. Genau, dadurch, dass man ja auch Twitch und YouTube macht, immer so versuche ich immer so, ne, dann live zu sein und dann an den Tagen, wo ich nicht live bin, mal ein Video zu veröffentlichen, aber das, ja, ne, ich würde mir auch manchmal wünschen, ein paar mehr zu machen, aber es ist auch dann einfach eine zeitliche Frage manchmal, wenn man halt noch, ne, das jetzt nicht Fulltime macht in dem Sinne. Ja. Muss man halt immer schauen und, ja, genau. Ja gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge heute, weil sonst wird das einfach zu lang. Wird echt lang, ja. Aber echt geil, ey, ich habe auch spontan einige Themen so angeschnitten, die wir eigentlich gar nicht so geplant hatten. Ja, dann danke an Fabian für das nice Gespräch. War echt sehr interessant. Und dann hoffe ich doch, dass wir dann das Game irgendwann demnächst dann mal bekommen werden. Und dass halt, wie gesagt, dann auch wirklich deutsche Server kommen werden. Also dass das wirklich auch von... Ja, das hoffe ich auch. Muss ich wirklich sagen, das ist schon wichtig. Ja, und eine Sache noch. Ich würde ja total gerne hier in die Community wirklich auch in der Gilde hätte ich halt richtig Bock drauf, hier mitzumachen. Aber da wir uns entschlossen haben, auf einen PvP-Server zu gehen, muss ich mich da leider abkapseln. Ich habe einfach gemerkt, PvP-Server sind nicht meins. Und ich muss auf einen PvE-Server. Ihr geht auf einen PvE-Server? Ah, okay, tatsächlich. Ich gehe auf einen PvE-Server. Ach so, aber du hast jetzt noch keine... Ich würde halt gerne mit euch gehen, aber da ihr auf einen PvP-Server geht,
Das ist nicht meins. Warst du immer schon auf dem PvE-Server? Oder? Ich war eigentlich schon immer auf dem PvE-Server. Okay, ja. Und habe jetzt gemerkt, bei den ganzen Private-Surfern, wie mich das einfach nur nervt, andauernd abgefarmt werden, zu werden von irgendwelchen 60ern, die es einfach super witzig finden, wenn ich in Ruhe hochquesten will, mich 3000 Mal zu killen. Und das macht mir dann auch keinen Spaß mehr. Das hat mir wirklich viel Spaß genommen auf den Private-Surfern, so dass ich jetzt auch auf dem PvE-Private-Surfer bin. Und, wobei man aber auch sagen muss, Private-Server sind auch eine andere Geschichte manchmal, weil auf Private-Servern sind die Leute auch zum Teil schon sehr, sehr lange 60, sind vielleicht schon gelangweilt, weißt du, während du dann angefangen hast, die Server gibt es zum Teil seit mehreren Jahren. Das ist auch auf Nordsee zum Beispiel, wo ich hier gerade spiele, echt ein Problem, da levelst du hoch und dann kommen irgendwelche Leute an, die dich einfach umklatschen, weil sie einfach Langeweile haben und das den ganzen Tag machen. Ne? Genau. Das muss man auch ganz klar sagen, das wird auf den deutschen WoW Classic Servern, wenn welche kommen werden, wird es auf jeden Fall anders sein. Also kannst du ja nochmal drüber nachdenken, aber... Ich habe überlegt, halt einen Twink zu machen, erst auf PvE vielleicht oder sowas. Und dann ein Twink auf einem PvP-Surfer oder vielleicht sogar erst mit euch sogar. Ich bin halt wirklich da ein bisschen zwiegespalten. Erst mit euch den PvP-Surfer zu machen und praktisch schnell selbst einen auf Level 60 zu haben, bevor die Horde einen auf 60 hat. Und also, dann zumindest ein Schaf, so mal safe 60 ist. Ich sag mal so, wenn du halt gut connected bist, dann auch in der WoW Classic Gilde, was du ja auf einem Privatserver nicht so wirklich bist halt einfach, ne? Dann hast du auch einfach dann Leute, die du holen kannst, weißt du, wenn du wirklich dauerhaft gegankt wirst. Und wie gesagt, dadurch, dass den Leuten ja auch ihr Ruf wichtig ist, wird es auch sicherlich dann auch so Freundschaften zwischen Hordlern und Allies geben, weißt du, wo man sich dann respektiert, nicht angreift. Aber gut, das kannst du ja nochmal gucken. Das muss ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Genau, aber das wollte ich nur in dem Moment gerade sagen, weil ich das auch immer gemerkt habe, auf Privatservern waren generell die Leute aggressiver, haben herumgestresst und das ist eigentlich auf den, also ich denke, das wird wahrscheinlich auf den deutschen Classic-Servern nicht so krass dann werden mit dem Gegenke. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt hier so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie ein Spieler, der sehr viel auf Retail unterwegs war in den letzten Jahren, das so erlebt hat. Und war ja auch echt so positiv. Ich finde auch immer so diese Unterscheidung Retail-WoW-Spieler und Classic-WoW-Spieler auch völligen Schwachsinn, weil viele Retail-Spieler auch Classic gespielt haben. Und man kann auch beides machen, ne? Wie du ja gesagt hast, viele werden weiter raiden auf Retail und sich Classic mal anschauen. Und einige Classic-Spieler werden sich vielleicht auch mal Retail anschauen. Ja, dann danke, viele Fabian. Vermissen auch. Sorry, eins ist mir gerade noch eingefallen, wo du es gesagt hast. Viele, mit denen ich mich unterhalten habe, vermissen halt wirklich noch die alten Innis. Und das war auch bei mir so ein Punkt. So Kloster und sowas, das wird auch von so vielen Retail-Spielern einfach vermisst. So einen entspannten Klosterhorn mit einer langen Anreise zu machen. Stimmt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, der auch sehr viel kommen wird. Also Leute, die einfach so in Ruhe hochleveln und ein bisschen Kloster gehen, ein bisschen Innis gehen. Dass sie dann den Stress in Anführungszeichen auf Retail haben und die Entspannung auf den Classics haben. Genau. Ja, dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür, ne? Und dann können wir auf jeden Fall in Zukunft nochmal eine neue Folge aufnehmen, würde ich sagen. Hat echt Bock gemacht. Gerne. Und vielleicht fängst du ja auch dann noch mit Twitch an und so weiter, wird man dann schauen. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und mach's gut. Ciao, ciao.